Hallo, meine Lieben, da bin ich nochmal. Und zwar kam ich gerade von der Arbeit und das tolle Tauschpäckchen von der lieben Katja ist da. Und zu dem Tausch kam es kurz. Ich habe mir bei eBay diese Original Stidler Molds gekauft für Fimo. Hier mal ein Beispiel, welche das sind. Das ist jetzt nicht meins, das gehört der lieben Jenny. Und ich hatte, glaube ich, sechs Formen verschiedene: Weihnachten, Baby, Tier, Sommer und keine Ahnung. Und sie wollte die halt haben, weil ich damit nicht klarkomme. Und dann habe ich halt ihr gesagt: Pack mir ein Päckchen zusammen, ich pack dir ein Päckchen zusammen. Habe ihr noch eine Engelsmold reingemacht und sie kann leider kein Video machen, weil sie momentan gesundheitliche Probleme hat. Und ist auch nicht schlimm. Also, Katja, ich finde es überhaupt nicht schlimm. Du kannst gerne Fotos machen und alles. Und ja, das Päckchen ist groß. Du bist verrückt. Du bist wirklich verrückt und schwer. Ich zeig's euch mal kurz. Hier. War auch so toll eingepackt mit Geschenkpapier. Ich habe es noch gar nicht aufgemacht. Das werde ich jetzt dann tun. Werde ich jetzt dann tun. Und dann sehen wir uns gleich. So, dann habe ich das jetzt aufgeschnitten. Dann steht hier Überraschung. Hättest ja sag, was? Hättest ja gesagt, wolltest mit anfangen. Okay. Da bin ich ja mal gespannt. Und hier ist die Post. Die lese ich mir jetzt schnell durch. Also ich werde sicher Spaß mit dem Tauschpäckchen haben. Und ich sag zu deiner Frage, was du gesagt hast, ich verstehe das. Deine Gesundheit geht vor. Und wenn was fehlen sollte, was ich nicht denke, ja, sag ich dir natürlich Bescheid, aber ich denke mal, du hast so viel eingepackt, dann kann ich darüber auch hinwegsehen und ich verstehe deine Situation und alles Mögliche und mach dir bitte keinen Kopf, alles ist in Ordnung und ja. Also die Überraschungs. Mache ich das gleich auf oder später? Machen wir das gleich auf. Schaut euch mal das Päckchen an. Ganz viele kleine Päckchen. Du bist verrückt. Du bist wirklich verrückt. Das Geschenkpapier ist klasse. Du bist ja süß. Jetzt kann ich wirklich mit Papierbasteln anfangen. Das ist ja mal knuffig. Schaut euch das mal an. Ich nehme euch mal kurz hoch. Ein Bastelpapierkoffer. Das hole ich jetzt nicht raus. Inklusive Bastelanleitung und Schnittbogen. Das ist ja mal genial. Dankeschön. Und das ist alles drin hier. Da kann ich ja jedem doch noch eine Weihnachtskarte basteln. Dankeschön. Du bist ja verrückt. Aber wirklich verrückt, hey. Dann haben wir hier einmal Vaseline. Das hat sie mir gesagt, das nimmt man zum Fimo-Weichkriegen. Es funktioniert. Ich habe es getestet. Ich habe aber selber noch genug. Aber egal, das geht ja nicht kaputt. Dankeschön. Dann nehmen wir mal das nächste. Dann hat sie geschrieben: Viel Spaß damit. Ich habe keine Ahnung, was sie damit meint. Schauen wir mal rein. Das ist ja noch mehr eingepackt. Noch mehr eingepackt. Du bist echt der Wahnsinn. Ein Engel. Du bist wahnsinnig. Dankeschön. Schaut euch den putzigen Engel mal an. Ach, ist der toll. Dankeschön. Den muss man auch schön sehen. Ich stell das mal runter, weil ich habe hier so wenig Platz.
Dankeschön. Wo fange ich denn nur an? Das ist groß, das mache ich. Ich mache erst die kleinen. Mir wird alles gefallen. Glaub mir. Ich kann mit allem was anfangen. Ich hoffe nur, ich mache nichts kaputt, wenn ich es auspacke. Weil mein Messer will nicht so, wie ich will. Nochmal ein Engel. Du liebst ja genauso Engel wie ich auch. Ja, nochmal. Ach, ist der süß. Schaut mal. Ist der nicht toll? Dankeschön, du bist ja verrückt. Abdrücke 1. Abdrücke 1. Abform oder Resin? Okay. Abform habe ich das jetzt. Ja. Abdrücke machen wir später. Wenn ich jetzt den anderen Päckchen gefunden habe. Du hast es aber gut gemeint mit dem Einpacken. Ach, cool. Ist da noch was drin? Einen Schuh. Eine Tasche. Und ein Fächer. Da werde ich Resin reinmachen und es dann abformen. Dankeschön. Du bist echt der Wahnsinn. Schau mal. Ob ich die dann haben wir hier nochmal für Resin oder zum Abformen. Geht ja für beides eigentlich. Mold, du bist verrückt. Du bist verrückt, du bist verrückt. Einmal hier so eine Marmeladenglas. Moment. Ein Marmeladenglas, eine Schokolade, ein Cupcake und eine Tasse und eine Kanne. Die sind ja mal genial. Dankeschön. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Machen wir hier das Smiley auf. Das lacht mich an. Ich bin total überfordert. Du merkst es wahrscheinlich. Und ich hoffe, das wird ein Video, nicht zwei. Oh. Das ist Lippenpflege. Die werde ich aber nicht aufmachen. Die stelle ich genauso, wie es ist, auf mein Regal. Dankeschön. Du bist echt verrückt. Überraschung 6. Hier sind überall Überraschungen drin. Überraschung 3. Na, ich habe mal keinen Platz, wo ich das reinmachen. Hier habe ich einen Bonbon gefunden. Dankeschön. So. Charms ist immer gut. Ich habe dir so Sachen gar nicht eingepackt, siehst du mal. Ich hoffe, wir tauschen nochmal, dann kann ich mich nochmal revanchieren. Da haben wir hier, und vor allem goldene Sachen, habe ich noch fast gar nichts. Von denen sind ein paar drin, von der Katze. Hier. Katze. Ja, nur die Katzen und die... Dankeschön. Kannst du vielleicht für Weihnachten gebrauchen? Bestimmt.
Oh, Sternchen. Die kann ich auch nehmen, wenn ich Tauschpäckchen mache, zum Draufkleben. Dankeschön. Und dann noch in so schönen Farben. Schaut mal, in grün, weiß, rot, blau, dunkelblau, rosa, lila, gelb. Dankeschön, du bist echt der Wahnsinn. Die Überraschung mache ich alle spät auf. Medaillen und Co. Du bist Wahnsinn. Ich sag's immer und immer wieder. Jetzt wäre dir mir fast runtergeflogen. Ha. Cool. Sowas habe ich noch gar nicht. Also. Du hast dir echt Gedanken gemacht, das sehe ich schon. Ich hoffe, du freust dich über meine Sachen auch. Oh, schaut mal, Medaille. So. Da kann man Resin reinfüllen. Total schön. Eine Feder. Ein Ringrolling. Kann man auch Resin reinmachen. Eine Eule. Nochmal. Und nochmal so eine Medaille. Dankeschön, du bist echt verrückt. Das hätte schon gereicht. Aber wirklich. Dann haben wir hier für Papierarbeiten zum Dekorieren oder Falten. Okay. Mal. Das sind alles die zwei Farben. Och, wie toll. Dankeschön. Dann haben wir hier so eine Muschel gefunden. Die ist zum Essen. Selbstgemacht, kommt zum Schluss. Überraschung Teil 1 habe ich ja schon mal gefunden. Dann habe ich hier nochmal Süßigkeiten gefunden. Das habe ich dir gar nicht eingepackt. Siehst du mal, ich vergesse das immer. Ja. Überraschung. Teil 1. Hoffe, dass ich deinen Geschmack getroffen habe. Mit Sicherheit. Natürlich. Und ich habe die Dose noch in klein von der lieben Jenny. Die steht hier drüben. Seht ihr? Nein, ist sie goldig. Dankeschön. Und du hast da noch was reingemacht. Du bist doch echt der Wahnsinn. Einmal Eulenband. Cool. Dankeschön. Und Blumengummis. Dankeschön. Du bist echt der Wahnsinn. Ich wiederhole mich, ich weiß, aber mir bleibt nichts anderes übrig. Abdrücke 1, das lege ich mal auf die Seite. Das mache ich zum Schluss. Leider habe ich hier keinen Platz und kann alles hin. So, dann geht's weiter mit Überraschung 2, wenn ich sie finde. Überraschung 5, 3, 2. Ich habe es gefunden. Überraschung 2, hoffe, du kannst es gebrauchen. Viel Spaß. Mal gucken. Ich mache es hinter der Kamera aus, weil ich vor der Kamera einfach keinen Platz habe. Es tut mir leid. Nee. Du bist verrückt. Du bist verrückt. Ich weiß, was so ein Teil kostet. Und du bist verrückt. Du bist wirklich verrückt. Vielen, 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 vielen lieben Dank. Du kriegst. Ich werde dir nächsten Monat nochmal ein Päckchen machen, weil ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich dir nur die Abdrücke und die anderen Dinge, was dabei waren, gemacht habe. Und die Mold und die Molds, wo du wolltest. Du bist echt der Wahnsinn. Dankeschön. Jetzt kommen wir hier zu Überraschung 3.
musste sie für dich haben. Okay. Das hätte doch alles schon gereicht. Du bist ja süß. Mit Eulen. Guck mal. Die sind ja mal mega süß. Dankeschön. Dann war es Überraschung 4 suchen. Überraschung. Überraschung 4, Teil 2. Okay. Charms 2. Aber die Überraschung 4, Teil 2. Da ist 5. Überraschung 4, Teil 2. Charm 2, Moment. Also Überraschung Teil 4, Teil 1. Finde ich leider nicht. Oder ich bin blind. Nee, dann machen wir einfach das jetzt mal auf hier. Besser. Es raschelt. Du bist ja echt verrückt. Und sie hat sie mir noch in klein. Du bist ja echt genial. Schaut mal. Und es klappert da drin. Nochmal Lums und Kleckchen. Dankeschön. Die sind auch mal toll. Ach Gott, die muss ich zeigen, die Bock, die Dose, die ist toll. Dankeschön. Dann kommen wir zur Überraschung 5. Gefällt dir hoffentlich, bestimmt. Mir gefällt alles. Siehst du ja oder merkst du ja. Eulenservietten. Cool. Die sind ja mal toll, Weihnachtseulenservietten. Du bist der Wahnsinn. Sorry, wenn ich mich tausendmal wiederhole, aber es ist wirklich so. Dankeschön. Dann machen wir Überraschung Nummer 6 auf. Ich lege das mal auf die Seite, weil sonst. Ich habe jetzt schon keinen Platz mehr. Nochmal. Du bist doch. Schaut euch die mal an. Na? Schaut euch die Eule mal an. Das ist ja mal genial. Dankeschön. Dankeschön. Jetzt, wo fangen wir weiter an? Charms 2. Na, ich habe es ein bisschen chaotisch angefangen. Du bist der Wahnsinn. Sorry, wenn ich das die ganze Zeit sage, aber es ist wirklich so. Du hättest doch nicht so viel einpacken müssen. Ich habe zwar gesagt, du kannst aussuchen, aber so viel. Hier haben wir nochmal die zwei. Nochmal so ein Amulett. Nochmal so eins. So eins. Brezeln, zwei Stück. Dann haben wir hier ein Delfin. Nochmal ein Amulett. Ein Schnurrbart. Zwei Würfel. Dann haben wir hier Schlüssel. Na, geh raus. Da hängt jetzt was. Naja, da hängt was fest. Hier ist ein Schmetterling. Ah, jetzt ein Schmetterling und ein Schlüssel.
Dann haben wir hier noch mal einen Schlüssel. Ein Schwan und ein Amulett. Ein Schmetterling. Zwei Gitarren. Noch mal ein paar Delfine. Ich liebe Delfine. Delfine sind tolle Tiere. Noch mal eine Geige. Eine Geige. Doch, eine Geige. Noch mal eine Geige. Ein Schlüssel. Noch mal ein paar Delfine. Noch mal ein Schlüssel. Noch mal ein Schlüssel. Dann zum Malset. Hier, schaut. Dann hier so ein. Ich glaube, das werde ich mir abformen. Dann noch mal ein Schlüssel. Noch mal so ein Malteil. Noch mal so eins. Noch mal so ein Schwan und ein Wecker. Dankeschön, die habe ich alle noch gar nicht. Ich glaube, das ist echt verrückt. Das ist echt verrückt. Dankeschön. Dann haben wir für Babys 1 und 2. Machen 1 als erstes auf. Das Video geht jetzt schon 21 Minuten. Schnullis! Ich liebe diese Teile. Wer hat die früher nicht gesammelt? Ich habe sie gesammelt. Ich hatte sie in allen Farben, in allen Größen. Schaut mal. Acrylschnullis. Dankeschön. Und gleich so viele. Dankeschön. Schaut mal da. Ich bin schon ganz hippelig. Ich schreibe gerade nebenbei am Computer. Das Video von der lieben Ann Katrin hoch. Und hier nochmal in Blau. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Dann haben wir hier nochmal Blätter, Acrylteile, Deko. Ich mache mal den Karton leer. Dann haben wir hier nochmal Süßigkeiten. Dankeschön. Dann haben wir hier für Notizen. Cool, die habe ich noch gar nicht. Schaut mal, warte, ich muss aufmachen. Ich spule es jetzt nachher weg. Einmal hier so ein Fisch. Ein Lolli vielleicht. Eine Hand. Und eine Note. Cool, Dankeschön. Ich möchte auch nicht schnell machen, weil ich möchte dich ein tolles Video machen. Dann haben wir hier einmal, kannst du bestimmt immer gebrauchen. Ne? Ich kann alles gebrauchen. Du. Dich schickt der Himmel. Meine sind nämlich fast leer. Schnapsgläschen. Dankeschön. Da kommen noch mehr. Die hängen nur alle gerade im Papier fest. Na, das hast du aber gut eingepackt. Der Müllmann freut sich. Du hast aber ganz andere Becher wie ich. Ich habe die von Teddy. So, einmal Schnapsgläschen. Dankeschön. So, dann haben wir hier für Schmuck. Ich habe leider vor der Kamera keinen Platz mehr, sonst hätte ich es vor der Kamera ausgepackt. Aber ich habe leider. Hoppala! Ist mir was runtergeflogen.
Einmal hier einmal ein Tütchen. Einmal mit Broschennadeln drin. Dann so mit so kleinen Nuggets. Die lasse ich aber drin. Und einmal mit solchen Broschennadeln. Dankeschön. Und dann hat sie hier nochmal, ich lasse es drin, eine Eule, zwei Stück sogar und Engelsflügel für Perlenengel. Dankeschön. Dann haben wir einmal für Schmuck oder Deko. Acrylblumen. Nicht Acrylblumen, so Kapuzinerblumen und auch, das sind auch so Kapuzinermäßig. Schaut mal, sind die nicht toll? Dankeschön, Mann. Dann haben wir hier einmal Blätter. Dann haben wir hier einmal so Metallblätter, einmal das und einmal eins, zwei, drei, vier, fünf Blätter von denen. Dankeschön. Dann haben wir einmal Acrylteile. Acrylblätter, die sind toll. Einmal in grün und ich glaube, da sind noch weiße dabei, ja. Dankeschön. Dann haben wir noch Kabuchos. Ich liebe ja Kabuchos. Mal gucken, ob du welche hast, wo ich noch nicht habe. Okay, so viel. Ich habe dir das gar nicht. Ich glaube nicht. Ich weiß nicht mehr, was ich dir alles eingepackt habe. Du bist verrückt. Die gucken wir auch natürlich zusammen an. Hoppala. Einmal eine Schleife. Eine Mickey Maus, die habe ich noch gar nicht. Nochmal eine Blume. Ich glaube, ich mache das andersrum. Ich lege mir ein paar auf die Hand und dann zeige ich sie euch. Einmal diese hier, die ist schön. Die hier, die werde ich mir abformen. Dann diese hier, den Cupcake. Den habe ich schon. Und das Bonbon. Und das Herz habe ich. Aber sonst hatte ich jetzt noch keins dabei, wo ich noch nicht hatte. Wo ich schon habe. Das ist ja mal genial. Schaut euch das Schwein hier an. Dankeschön. Und dann einmal Schmetterlinge. Zwei Stück. Dann mache ich die zwei habe ich schon. Den habe ich auch. Den auch. Genau. Also die habe ich alle schon. Dankeschön. Aber ich freue mich trotzdem. Von den Tafeln Schokoladen sind sogar noch mehrere drin. Schaut mal. Egal. Ich freue mich über jedes. Jetzt lege ich noch den Rest auf die Hand. Mir fliegt halt alles runter. Ich komme. Die Arbeit war, hat mich gefuchst heute. Ganz viele Schmetterlinge. Schaut.
Schmetterlinge, Herz, Herz, Schmetterlinge, eine Katze, angeknabberter Keks, Waffeln, Herz, Eisbecher, eine Biene. Die Biene ist ja auch total genial. Dankeschön. So, dann haben wir noch kleine Päckchen. Das wird dann wahrscheinlich das Primo sein. Primo. Dann haben wir einmal rot. Ja. Nein, Scalpi ist es. Ja, Scalpi in rot. Habe ich noch gar nicht. Und sie sagt, sie kann es nicht gebrauchen. Habe ich gesagt, sie soll es mir halt einpacken. Scalpi in weiß. Dann kommt Scalpi in schwarz. Ist aufgemacht, egal. In gelb. In lila. Da nochmal in gelb, hat sie gesagt, gelb ist zweimal. Und weiß nochmal. Einmal hier gelb. Und einmal nochmal in weiß. Du bist verrückt. In weiß. Und als sie gesagt hat, es ist ein bisschen hart, hat sie mir auch die Vaseline mit eingepackt. Ich werde mal schauen, mit Babyöl geht's auch. Aber Dankeschön. Schaut euch mal diesen Berg hier an. Und ich habe noch zwei Päckchen und die Abdrücke noch. Ich muss mal gucken, ob ich das irgendwie ein bisschen zurückschieben kann. Dann kommt für Papierarbeiten zwei. Ich habe es durcheinander aufgepackt. Ich hoffe, du bist mir da nicht böse. Sind das Sticker? Ja. Du bist doch der Wahnsinn. Schaut euch das mal an. Natürlich schauen wir das auch alles an. Dann haben wir hier einmal so Sticker. Solche Sticker. Solche Sticker. Oh, die sind auch toll. Solche Sticker. Die kann man auch alle schön eingießen. Solche Sticker.